Gastritis mit Hausmitteln kontrollieren. Dein Arzt wird dir erklären, dass Gastritis mit Hausmitteln nicht zu heilen ist. Deswegen solltest du unsere Tipps bitte nur unterstützend anwenden, um die Heilung zu beschleunigen und Symptome zu lindern. Du wirst dich besser fühlen. Gastritis mit Hausmitteln nicht heilbar. Man kann Gastritis mit Hausmitteln weder heilen noch wegzaubern, denn Gastritis bezeichnet eine Magenschleimhautentzündung, die meistens bakteriellen Ursprungs ist. Dein Arzt wird dir wichtige Medikamente verschreiben, die gegen die Bakterien helfen, aber du kannst auch mit Naturheilmitteln deinem Körper zusätzlich helfen, die Gastritis zu heilen. Wichtig ist, dass du diese Naturheilmittel nur unterstützend anwendest, denn bleibt eine Gastritis unbehandelt, kann sie zu Magengeschwüren und Magenkrebs führen. Typische Symptome einer Gastritis sind Schmerzen, die nach dem Essen erst einmal besser werden, um dann heftig zurückzukehren. Die Schmerzen befinden sich im Oberbauch, ungefähr hinter dem Brustbein und werden häufig mit Herzbeschwerden verwechselt und daher oft zu spät als Gastritis diagnostiziert. Möchtest du Gastritis mit Hausmitteln lindern, deine Beschwerden abschwächen und Symptome abklingen lassen, so wende folgende Tipps an. Trinke Reiswasser. Reiswasser ist das Wasser, das übrig bleibt, wenn du Reis mit mehr Wasser als nötig gekocht hast. Das, was im Topf bleibt, wenn du Reis in Kochbeuteln gekocht hast. Und das, was du nie zu sehen bekommst, wenn du das richtige Verhältnis von Wasser zu Reis verwendest. Reiswasser soll gut bei Magen-Darm-Erkrankungen wirken, da einige der Mineralien, die im Reis enthalten sind, in das Kochwasser übergehen und beim Trinken gegen Mineralstoffverlust helfen können. Reiswasser schmeckt ungewürzt nicht wirklich lecker. Wenn du dieses Hausrezept ausprobieren möchtest, versuche es zu würzen. In der Ayurveda-Ernährung wird Reiswasser mit Gewürzen wie Salz, Pfeffer, Ingwer, Kreuzkümmel oder Kurkuma verfeinert und warm als Getränk über den Tag getrunken. Es soll nach ayurvedischer Lehre stärken und kräftigen, sowie gegen Hunger wirken. Bei Gastritis lasse vorsichtshalber den Pfeffer weg, da er deine Magenschleimhaut reizen könnte. Zusätzlich zu Reiswasser können folgende Tees helfen. Ingwertee. Ingwer wirkt entzündungshemmend und kann die Magensäure abmildern, die deine Magenschleimhaut so reizt. Für einen Ingwertee schneide frische Ingwerwurzel klein oder reibe ihn über einer Gemüsereibe. Koche den Ingwer nun in Wasser ca. 10 Minuten und gieße den Sud dann durch ein Sieb. Honig wirkt ebenfalls heilend, damit kannst du süßen. Den warmen Tee langsam trinken. Kamillentee. Die Kamille wirkt entzündungshemmend und fördert die Heilung. Trinke über den Tag verteilt in kleinen Schlucken einen starken Sud aus Kamillenblüten. Der starke Teeaufguss sollte nach Möglichkeit lauwarm sein, um deinen Magen nicht zusätzlich durch Hitze oder Kältehitze zu strapazieren. Fencheltee.
Fencheltee hat sich seit Generationen bei Verdauungsbeschwerden bewährt. Er wirkt krampflösend und kann helfen, die Verdauung trotz Schmerzen zu regulieren. Oft führen Magenschmerzen zu verkrampftem Essen und dadurch zu Blähungen, welche Fenchel entgegenwirken kann. Je konzentrierter der Teeaufguss, desto besser. Verzichte auf gewisse Lebensmittel. Zur Unterstützung der Behandlung ist es wichtig, deine Ernährung anzupassen. In gewissem Sinne trägt auch das dazu bei, Gastritis mit Hausmitteln zu kontrollieren. Die beste Medizin nützt nichts, wenn du mit falscher Ernährung ständig einer Heilung der Gastritis entgegenwirkst. Folgende Lebensmittel solltest du während dieser Erkrankung besser vom Speiseplan streichen und meiden. Kaffee. Beim Rösten der Kaffeebohnen entstehen Säuren, die Magenschleimhaut zusätzlich reizen können. Bis deine Gastritis vollständig abgeheilt ist, bleibt Kaffee für dich ganz und gar verboten. Manche Gewürze reizen den Magen. Gewürze, die reizen können, sind beispielsweise Pfeffer, Chili, Senf, Paprika und Meerrettich. Rauchen fördert die nächtliche Produktion von Magensäure. Gerade in der Nacht hat der Magen die Chance, die Entzündung abheilen zu lassen. Eine Gastritis entsteht ja durch eine durch Magensäure geschädigte Magenschleimhaut. Für eine Heilung ist die Reduzierung der Magensäure erforderlich. Wer raucht, bewirkt genau das Gegenteil. Alkohol kann in größeren Mengen zu einer Magenschleimhautentzündung führen und sie somit auch begünstigen, verschlimmern oder bei der Heilung behindern. Hast du eine Gastritis? Verzichte bitte komplett auf Alkohol, bis sie abgeheilt ist. Manche Medikamente sind für die Magenschleimhaut äußerst reizend und sollten während der Abheilung eines Magengeschwürs niemals eingenommen werden. Einige Alltagsmedikamente wie Aspirin gehören dazu. Bitte lies dir unbedingt den Beipackzettel durch, werden dort Magenprobleme erwähnt, Finger weg davon. Tierisches Eiweiß fördert Entzündungen. Ein Magengeschwür ist eine Entzündung, die abheilen muss. Versuche daher, bis zur vollständigen Genesung tierische Eiweiße aus deiner Ernährung zu verbannen, kein Fleisch, keine Eier, keine Milchprodukte. Ideale pflanzliche Eiweiße sind Hülsenfrüchte, Sojamilchprodukte und Nüsse. Du siehst, Gastritis mit Hausmitteln zu heilen ist zwar nicht möglich, aber mit einfachen Tipps und Tees lassen sich die Beschwerden lindern und die Heilung fördern.